Beginnen wir mit der reinen Substratumtheorie. Die Annahme von reinen Einzeldingen, man spricht auch im Lateinischen von hexetas, reine Diesheit, nur das da sein, ohne jegliche prädikative Qualifikation, ohne die Zuschreibung von Eigenschaften. Die Annahme von solchen Einzeldingen soll ausdrücken, dass die Individualität von etwas jenseits aller begrifflichen, das heißt sprachlichen Beschreibung liegt. Dieser Ansatz findet sich schon auch bei Aristoteles, obwohl er im Endeffekt mehr die Substanztheorie bevorzugt, indem er sagt, dass das, was zugrunde liegt, etwas Nichtsagbares ist. Und mit dieser Theorie, dass es einen Träger der Eigenschaften geben muss, der selbst keine Eigenschaften hat, sonst würden wir ja in einen infiniten Regress geraten, ist eigentlich die, die wir als Quintessenz aus dem Gedankenexperiment von Max Black ziehen können. Die beiden Kugeln in unserem Universum, das nur zwei Kugeln enthält, unterscheiden sich in keiner einzigen Eigenschaft. Sie sind aber dennoch zwei. Also wird ihre Individualität und ihre Identität nicht durch ihre Eigenschaften bestimmt. Man kann sie sozusagen nur, man könnte sie nur durch einen reinen Zeigeakt individuieren, indem man auf sie hinzeigt, sagt, diese Kugel und diese Kugel. Daher kommt dieser Ausdruck hexetas her, reine Diesheit. Die Kernintuition hier ist, dass die Einzeldinge, jedes Einzelding in der Welt, zusammengesetzt ist aus zwei Arten von Entitäten, nämlich dem Träger und den Eigenschaften. Man spricht daher auch davon, dass man hier eine Zwei-Kategorien-Ontologie hat. Man hat Träger und Eigenschaften. Das Problem, was etwa durch das Beispiel von Max Black aufgezeigt wird, wird durch diese Theorie elegant gelöst. Und auch die Struktur der Sprache, f von x, etwas von etwas aussagen, wird sehr schön in dieser metaphysischen Theorie wiedergespiegelt. Es tun sich aber eine Reihe von Problemen auf. Zum einen ist dieses reine Substratum eine nicht wahrnehmbare, rein theoretische Entität. Denn erinnern Sie sich an das Beispiel von Bischof Berkeley? Alle Eigenschaften, die wir von Dingen angeben können, sind irgendwie letztlich mit Wahrnehmung verbunden, war sein Argument. Und diese Idee reiner Substrata war genau das, was er ablehnte. Dass hinter dem, was uns sinnlich an Eigenschaften gegeben ist, noch nicht wahrnehmbare Träger der Eigenschaften liegen sollen. Wir haben also wieder eine Hinterwelt hinter den empirisch gegebenen Erscheinungen und damit eine weniger einfache Ontologie. Eine andere wichtige Frage ist an die Substratumtheorie, was ist die Verbindung zwischen Einzeldingen und ihren Eigenschaften? Wenn ein Ding in seiner Identität nicht durch seine Eigenschaften bestimmt wird, dann ist die Beziehung zwischen dem Ding und seinen Eigenschaften zu locker. Kann man wirklich sagen, dass das, was mich, Godehard Brüntrop, ausmacht, ganz unabhängig ist von meinen Eigenschaften? Damit hängt unmittelbar zusammen das Problem der Veränderung. Kann sich ein Einzelding überhaupt verändern oder nur seine Eigenschaften wechseln? Die Veränderung scheint ihm immer nur äußerlich zu sein, wenn die eigentliche Individualität durch den Träger kommt. Und was ist dann überhaupt noch der Unterschied zwischen, sagen wir, Ihrem Träger und meinem Träger, wenn er nicht in unseren Eigenschaften liegt? Kann es wirklich sein, dass keine Eigenschaft für mich essentiell ist?
Ich hatte Ihnen schon gesagt, dass die Ontologie der Märchen in diese Richtung tendiert. In der Ontologie der Märchen können Sie sogar Ihre natürliche Art wechseln. Sie können von Homo sapiens zu einem Schmetterling und zu einem Frosch werden und immer noch derselbe bleiben. Aber das hat letztlich zur Konsequenz, dass mir alles, nicht nur meine Biografie, sondern sogar meine biologische Artzugehörigkeit, nur äußerlich ist. Und das ist sicher ein nicht leicht zu schluckender Gedanke. Das war also die reine Substratum-Theorie, die sagt, das Einzelding ist der Träger der Eigenschaften.